Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Ultra Mond. Ja, beim letzten Mal sind wir hier beim Hokulanisch Berg, kurz vor der Sternwarte angekommen, wo wir den Bus für nehmen mussten. Und ja, nun wollen wir uns noch den Weg hier runter zu ein wenig durchkämpfen, bevor wir uns dann an die Prüfung, okay, Schutz wirkt nur, das ist gut, wagen werden. Okay, hier ist es auch schon zu Ende. Nee, das brauchen wir jetzt, denke ich mal, nicht. Man muss sogar so weit, man muss die ganze Straße erstmal runterlaufen, um mit dem Bus wieder zurück da unten zu fahren oder was. Okay. Interessant, interessant. Aber ich glaube, ansonsten haben wir anscheinend doch schon alles hier. Aber wie kommt man da unten an diesen Golfer dran? Der ist kein Weg. Der ist wahrscheinlich aber nur zur Zierde da hinten, oder? Na gut, dann ist das wohl kein Gegner. Dann halt nicht. Oder? Ne, man kommt hier, glaube ich, nirgendwo sonst runter. Achso, der Typ hier wollte doch noch kämpfen, ne? Wenn man alle Gegner auf dieser Route besiegt hat. Dann heile ich Primarine noch kurz und dann kämpfen wir noch gegen ihn. Was? Wir haben noch nicht alle besiegt? Wer fehlt denn noch? Wen habe ich übersehen? Ne, hier war kein Trainer. War nur ein Zylinder. Den habe ich schon wieder übersehen. Wo war ich schon wieder ein Blindfisch? Ich habe ich besiegt. Komm mal doch irgendwie zu dem Golfer. Kann ich mir denn vorstellen? Wir waren ja eigentlich überall, dachte ich jetzt. Hä? Ich bin verwirrt. Ey, ein Schritt ins hohe Gras und schon taucht wieder ein Pykraulon auf. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Ja gut, hier kann man ein Foto machen, aber... Ey, da ist sogar ein Tarnhehl. Nee. Ja, komm. Wollen ja nicht zu viel Zeit hier verschwenden, ne? Ich glaube, das hier passt ganz gut. Ja, dann nochmal ein paar Punkte bekommen. Was ist das dem? Okay. Der sieht einen von da hinten. Alles klar. Und ich dachte schon, der wäre einfach nur... Oh, Donald. Donald. Ah, und er hat das Teil. Tut, unser Lieblings-Donald nicht auch gerne golfen? Ich rede nicht vom Dagobert. Oder, also, von der Ente. Noch ein Meteno. Das hat auch eine andere Form. Meteno bin ich mir aber nicht sicher. Ich weiß, dass es so eine Fähigkeit hat, die
Wenn es eine bestimmte HP-Wert erreicht hat, dass es dann, glaube ich, eher zum Angreifer wird. Also das Gegenteil von der Fähigkeit von... Oh, Abschlag. Abschlag. Natürlich kriegst du das. Also das Gegenteil von Aeropteryx, seine Fähigkeit. Sollte es so sein. Aeropteryx verliert hier dann Angriff, wenn es unter die Hälfte der KP, glaube ich, landet. Und ich glaube, bei Metheno ist es irgendwie dann andersherum. Da bin ich mir aber gerade nicht so ganz sicher. Habe das Ding auch nie benutzt. Ich weiß nicht, ob es irgendwas taugt, ob es scheiße ist. Schallwelle. Das ist eine starke Attacke, aber nee. Oder? Nee. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Jana will Morgengrauen erlernen. Ja, das... Nö. Ach, nö. Wirst ja eh nicht ewig lange im Team bleiben. Ich werde es wahrscheinlich sogar für die Prüfung jetzt austauschen müssen. Trotzdem setze ich jetzt nochmal zum Schutze einen Schutz ein. Aber nur, weil ich keinen Bock habe hier auf die ganzen wilden Pokémon. Muss ich einfach mal so sagen. So, jetzt müssten wir aber hier jeden Trainer auf der Route besiegt haben, oder? Jetzt sollte auch der Typi hier gegen uns endlich mal kämpfen. Oder... Schließt einfach mal mit Fiado. Ich habe keine Ahnung, was der Typ hier einsetzt. Ja, schön für dich. Kann ich aber auch machen. Interessiert mich also nicht so wirklich. Der Gangolf. Mit einem Snobilikat. Ah ja, das Snobilikat mit dem aufgeplusterten Kopf. Level 33, not bad. Mogelieb. Der setzt einfach Mogelieb ein. Ach komm, Kehrtwende. Jetzt vor allem. Jetzt vor allem. Okay, wäre ein Two-Shot gewesen. Ich wechsle mal zu meinem Akkupieren hier. Wo wir immer noch zur nächsten Insel erst kommen müssen, bevor es sich entwickeln kann. Wollte ich mal so gesagt haben. Und warum setzt du jetzt die ganze Zeit Kreideschrei ein? Soll das eine Vorbereitung für die Z-Attacke sein? Die vermutlich mit deinem nächsten Pokémon kommen wird. Ein Absol, okay. Ja, prinzipiell würde ich ja drin bleiben. Aber einen Typenvorteil haben. Aber ein Absol kann wehtun und er hat schon ein Kreideschrei bei uns draufgehauen. Und wenn jetzt eben die Z-Attacke kommen sollte, was er gerade nicht tut, okay. Dann halt nicht. Okay, reicht Wasserdüse ja schon aus. Tut es, okay. Wir sehen seine Z-Attacke also nicht. Wir wollen sie ja nicht übertreiben hier, ne, mein lieber Gangolf? Kriegen wir noch irgendwas Schönes von dir? Standpauke. Oh, eine nette spezielle. Unnicht-Attacke. Was ich aber nicht brauche. So, gut. Dann haben wir das jetzt auch endlich mal abgeschlossen. Dann können wir uns jetzt vorbereiten für die Prüfung. Und ich hole mir zuerst nochmal Gewalter ans Team. Ypsiana tatsächlich. Nur für diesen Kampf, also nur für die Prüfung, wird danach wieder ausgetauscht.
Ich glaube, ich wechsle mal zu Sankapu, weil wir müssten jetzt einen Kampf haben. Gegen den Typen da. Wobei. Ah, wir werden es gleich sehen. Na, altes Haus. Oh, der große Mask Royal persönlich beehrt uns mit einem Besuch. Hey, das ist Marlon. Er ist der Leiter der Sternwarte und der Verwalter der PC-Boxen. Aber wohlgemerkt, kein Captain. Der fantastische Mask Royal hat gesprochen. Es kann eben nicht jeder so groß rauskommen wie du, mein maskierter Freund. Aber er hat recht, meine Tage als Captain liegen inzwischen hinter mir. Du bist Guy, stimmt's? Danke, dass du den weiten Weg bisher auf dich genommen hast. Aber Chris, unser Captain, ist sehr beschäftigt. Er berechnet die Flugbahn von Kometen, aktualisiert den Festival Plaza. Aber auf Empfehlung von Mask Royal findet er bestimmt einen Moment für Zeit für dich. Ich glaube, sie ist sogar stärker, als wir es bei unserer Inselverwandtschaft waren. Und noch was, warum nennst du mich ständig Mask Royal? Sehe ich diesen extrem erfolgreichen mit hübschen Profi-Wrestler denn so ähnlich? Also dann, ich gehe zurück nach Malihir City zum Ziergarten. Kali ist inzwischen sicher schon fertig damit, meine Sardas zu essen. Ich werde ihn herbringen. Und du lässt dir in der Zwischenzeit die Saat durch den Kopf gehen, um die ich dich gebeten habe, okay? Es ist schön zu sehen, dass sich mein alter Freund kein bisschen verändert hat. Hier ist Guy, ein kleines Andenken an unser Treffen. Metallium Z. Sieh genau hin. Okay. Die Muskeln in Stahl hart angespannt und am Ende ein kräftiger Hieb nach vorn. So setzt du die Z-Kraft von Typ Stahl frei. Das Heckestahl stammt von früher, als Kukui und ich auf Winterbaumannschaft gingen, um gemeinsam mit unserem Bomben stärker zu werden. Ich hoffe, er wird nun auch dir von Nutzen sein. Also dann schau dich in der Ruhe in unserer Sternwarte um. Chris findest du im Labor hinten, wenn du bereit für seine Prüfung bist. Kein Kampf gegen ihn? Dann war das ein Sonne-Mond-Exklusiv wahrscheinlich, oder? In der Hokulani-Sternwarte beobachten wir mit Hilfe von Bomon wie Togedamaru und Akob die Sterne. So, meine lieben Akob, es wird Zeit, dass ihr was zu fressen bekommt. Okay. Hey, da hinten sehe ich doch schon was. Dann nicht vergessen, mir den, mir noch etwas zu holen. Ein Kometstück. Hey, dankeschön. Die Dinger sind aber massiv viel wert, oder nicht? Ich glaube 10.000 oder so, oder mehr. Was, wenn ein Stern 10-mal heller ist als ein Stern 5. Magnitude? Wie viel Magnitude hat er? Keine Ahnung. Hallo, wer bist du denn? Verzeihung, ich dachte, du wärst an meiner Vorstellungskollegen. Tut mir leid, dass ich hier so komplizierte Frage gestellt habe. Ich interessiere mich zwar ein bisschen fürs Weltall und all, aber so die große Physik und so dahinter verstehe ich dann leider auch nicht so ganz. Das ist dann doch zu hoch für mich. Okay, wir sind ja anscheinend im Nerd-Bereich angekommen. Hey, das ist noch ein Sticker. Also, okay. Bzzz mal vor dich hin. Oh, da haben wir schon Chris. Haben wir hier noch gar nichts. Gut, dann gehen wir mal hier hinein, ne? Daneben ist noch ein Sticker. Chris an Kontrollzentrale. Ein neues Ziel befindet sich im Anflug. Vermuteter Antreffpunkt, die Prüfungsstätte. Kontakt in 5, 4, 3, 2, 1. Sag mal, wo sind die Akkub? Ah, sie fressen gerade. Ja, sie sind ganz schön Vielfraße. Die Akkub soll mir helfen. Kannst du sie bitte holen gehen?
Ich bereite in der Zwischenzeit alles für die Prüfung vor. Da das der allererste Test ist, lasse ich mir lieber auch von Tobim Damaru helfen. Du würdest mir sehr helfen, wenn du für mich alle Akkus zusammentrommeln könntest. Okay, aber erstmal den Sticker hier holen. Nur einer, da haben wir die 50 voll. Ist das nicht schön? Hey, die Akkus sind weg. Und das Toketamaru ist da. Komm ich jetzt hier neben rein? Nein. Okay. Die sind anscheinend schon fort. Dann müssen wir vielleicht jetzt raus. Dann gehen wir mal raus. Und da mal gucken. Hallo, schau mal, wie satt und zufrieden die Akkupna im üppigen Mahl aussehen. Aber Moment mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es sollten doch 9 sein. Wärst du so gut für mich, nach den restlichen drei Akkup zu suchen, Sky? Die müssen sich nur auf der Brachfläche vor der Haltestelle aufhalten. Ungenüsslich vor sich hinmampfen. Okay. Du kleiner Bus, du, geh zurück. An welche Käfer sind Akkup überhaupt angelehnt? Meine, seine Vorentwicklung kann ich mir noch irgendwo denken. War Akkup? Und hast du die fehlenden Akkup gefunden, Sky? Mir fehlt nur noch Seabug. Den Wrecker zieht es aber immer an die seltsamsten Orte. Warum siehst du so verwirrt aus? Ach so, Seabug. Wir rufen unsere Akkup hier bei ihrem Spitznamen, und zwar ist 1 Akk bis 9 Akk. Okay. Dann ist es doch. Vor dem Bus. Ich hab dich gesehen, kleiner Racker. Ah. Ich bin so fett, ich komme da nicht durch. Seabug, da bist du ja, kleiner Racker. Danke für deine Hilfe, Sky. Dann nichts wie zurück zur Sternwarte. Chris wird vor lauter Ausschau halten, nach dir sicher schon einen Hals wie ein Kokobai haben. Ja, aber nur Alola Kokobai. Wow, Sky, du hast die Akkup echt schnell zusammengetrommelt. In dem Raum findet die Prüfung statt. Ich deaktiviere das Sicherheitssystem. Okay. Ja, ich glaube, ich lasse mal Sankapu vorne. Das braucht ja eh noch ein bisschen Erfahrungspunkte und all. Was für ein Item hast du eigentlich, Sankapu? Eine Flinkklaue. Habe ich nichts Besseres für meinen kleinen Sandburg? Glaube nicht. Theoretisch könnte ich ihm das Metronom geben und einfach Dampfwalze spammen, ne? Das erste. Ich glaube, die Flinkklaue macht so jetzt selber auch nicht viel aus. Ich glaube, ich gebe dir einfach mal das Metronom. Achso, und genau, das Muskelband.
Mit Gewalt noch kurz. Einhack, Zweihack und Dreihack sind auf dem Verschiebeautomat. Sie sind bereit, ihren Sturm mit uns zu teilen, Chris. So, der Maru und unser Akku verstehen sie sehr gut. Falls die Akku zu viel Elektrizität erzeugen, absorbiert Togedemaru sie mit seiner Fähigkeit. Blitzfänger und verhindert so einen Kurzschluss. Togedemaru trägt übrigens den Spitznamen Togemaru. Sehr kreativ. Bist du mit meiner Prüfung anfangs, Sky? Oh, da ist aber jemand hochmotiviert. Okay, nein, erkläre ich dir jetzt die Prüfung. Zuerst musst du alle Akkub auf dem Verschiebomat miteinander verbinden. Mit dem Strom, den uns die Akkub abgeben, betreiben wir eine Maschine, die dann ein Herrscherbrummel herbeiruft. Um die Akkub miteinander zu verbinden, musst du die vier Knöpfe an den Ecken des Verschiebomats drücken, um die Felder rotieren zu lassen. In der Praxis sieht das dann so aus. Ach nö. Über die Ausrichtung der Akkub musst du dir keine Gedanken machen. Hauptsache, sie sind miteinander verbunden. Kurz gesagt, verbinde die Akkub miteinander, rufe das Herrscherboom herbei und besiege es. Übrigens ist es das erste Mal, dass wir den Verschiebomat und den Herrschomat einsetzen. Also dann, mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Ich hasse sowas. Okay, das ging ja noch. Okay, dann schalten wir den Herrschomat mal ein. Wahrscheinlich reicht das nicht aus. Der Strom, der mit einer verbundenen Akku fließt durch die Kabel. Wahrscheinlich braucht er noch mehr Strom. Weil da unten war ja auch noch was. Perfekt, der Herrschomat wird wie erhofft mit Strom versorgt. Okay, jetzt müsste das herbeigerufene Herrscherbrummel eigentlich auftauchen. Das hat sich nicht nach einem Herrscherbrummel angehört. Ein Elekid. Nee, ich glaube, du bist kein Herrscher. Ob das Teil was gegen Sankapu machen kann? Ich bin gespannt. Einmal nicht. Okay. Easy. Easy peasy. Elike lieben Elektrizität eben auch. Der Herrschomat muss es angelockt haben. Es war zwar nicht das Bummern, das wir es wollten, aber der Herrschomat scheint zu funktionieren. Was machen wir jetzt, Chris? Ich denke, eine einzige Reihe Akku erzeugt nicht genug Strom. Wenn das so ist, müssen wir die zweite Schaltung auch noch nutzen. Und wahrscheinlich nur eine dritte. Wenn ich richtig liege, sollten wir so mehr Strom an den Herrschomat schicken können. Okay, meine Prüfung geht weiter. Ich hasse so etwas hier. Oh gut, das ging ja eigentlich noch. Okay, dann schalten wir den Herrschomat mal ein. Lass mich raten, es fehlt noch eins. Das sieht gut aus. Der Herrschomat wird mit Strom versorgt. Jawohl, diesmal steckt viel mehr Energie drin. Van Electric. Das ist, glaube ich, auch kein Herrscher. Jetzt kommt das nächste, kommt ein Elevoltec. Oh, dieses Electric sollte es eigentlich nichts gegen meinen Sankapu machen können, oder? Nö. Der Wunderbeerst. Aber es ist deutlich tankier. Na gut, es war mal ein Basis-Pokémon. Aber es kann nichts gegen einen Bodengeist machen.
Ja, wunderbar. Und Slimer erreicht Level 30. Auch das ist wunderbar. Diesmal also ein Electek. Anscheinend tauchen immer größere Pokémon auf, je mehr Strom wir mit dem Herrschomat liefern. Echt toll, Chris. Wir müssen ihn noch mehr Strom versorgen, dann klappt es auch bestimmt mit dem Herrscher-Pokémon. Wenn wir alle Akkub direkt miteinander verbinden, können wir länger Strom liefern. Das heißt... Ich hab's, und du weißt bestimmt auch, was zu tun ist, Guy. Eine Prüfung wird fortgesetzt. Ja, warte, die sind doch verbunden. Wahrscheinlich verbunden genug. Ah, okay, aber das reicht. Hä? Na gut, das bildet ein Z jetzt, ne? Jetzt bildet es ein Z, also... Jetzt passt es. Ob das gut geht? Die Kabel sehen ein bisschen lose aus. Oh nein, die Akku werden die volle Ladung abbekommen. Togemaru, was hat man dazu? Es beschützt die Akku. Togedemaru kann mit seiner Fähigkeit Blitzfänge Elektrizität absorbieren. Aber es ist viel zu viel. Das kann es gar nicht alles in seinen Elektrotaschen aufnehmen. Togedemaru. Ich muss irgendwas tun. Guckt ein bisschen wütend. Und ein bisschen größer als das andere, das muss man sagen. Oh, seine physische Verteidigung, das ist nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Ich setz mal Sandklapp ein. Aua. Aber jetzt haben wir es in den Sandkap gelockt. Das ist schon mal gut. Im Ball, Togedemaru ist ja ein Elektro... Stahl-Pokémon. Ja gut, Ripperino. Das setzt auch noch Tarnsteine ein. Dann wechsle ich erstmal kurz zu meinem Akku. In der Hoffnung, das Panzereron loszuwerden. Okay, Sprungfeder, da hätte ich sowieso nichts machen können. Ich sehe schon, der Part wird heute ein bisschen länger. Ernsthaft? Das ist ja schlecht. Warum funktioniert das überhaupt? Ist doch gar nicht da. Okay, Akku kippt da auch nicht viel Schaden. Dann haue ich einfach mal so viel wie möglich noch auf das Togedemaru. Alter, ist das ein nerviger Gegner. Alter, ist das ein nerviger Gegner. What the f... Wow. Und es hat schon wieder Sprungfeder ein. Ey, nervt nicht. Das ist echt eine fiese Kombi.
Und es kriegt noch einen Verteidigungsboost. Ja, wollt ihr mich verarschen? Warte mal. Ach, guck, geht das eh drauf. Der Kampf funktioniert wieder nicht so, wie er sollte. Und das Ding spammt einfach permanent nur diese verdammten Sprungfeder, ey. Weißt du was? Hol jetzt Primarien rein. Erst einmal, um beide anzugreifen und beiden viel Schaden zu machen. Natürlich kriegen wir noch die Paralyse, ist klar. Okay, das war sehr viel Schaden. Also nochmal ein Hit und es sollte eigentlich reichen, ne? Wenn wir das jetzt überleben, ist die andere Frage. Okay, er choke, bitte kommt durch. Dankeschön, das sollte jetzt reichen. Zumindest Panzer Eon wird drauf gehen. Wir haben Sturzbuff Ranger, ja gut, habe ich ganz vergessen, ne? Okay, mein Wasser-Pokémon rettet uns. Gegen ein Elektro-Pokémon und ein Stahl-Pokémon. Na gut, wir sind auch ein paar Level höher gewesen, also es passt schon. Danke, Sky. Togemaru und die Akkups, die wurden vom Herrscher-Pokémon gerettet. Dieses Herrscher-Pokémon ist der Wahnsinn. Und du hast es besiegt, Sky. Das heißt, du bist ein wahnsinnig guter Trainer. Die fragen mich, was es mit dieser Aura auf sich hat, von der Herrscher-Pokémon umgeben sind. Im Herrscher-Map besteht auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Togemaru und die Akkups sind schließlich meine Freunde, da schulde ich ihnen. Du hast recht, Chris. Wenn man irgendwo etwas entdeckt, was man verbessern kann, sollte man es auch tun. Selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Pokémon-Kämpfe. Hier ist Sky. Mit deinem Sieg über das Herrscher-Pokémon bekommst du von mir den Z-Kristall Voltium Z. Yay! Prüfung bestanden. Hey Chris, du musst ihr noch die Z-Pose beibringen. Schau genau hin. Ich gratuliere zur bestandenen Prüfung. Und auch dir vielen Dank, Captain Chris. Mein Herz ist immer noch viel verrückt. Hey, du bist zwar mein Cousin, aber dich zum Captain zu machen war eine gute Wahl, Chris. Das Gesicht. Normalerweise werden die Captains ja vom Inselkönig ernannt, aber hier auf Ula-Ula laufen die Dinge nun mal ein wenig anders. Genau, ich wurde von Marlon zum Captain ernannt, nicht vom Inselkönig. Aber du hast wirklich drauf, Sky. Vielleicht wäre es dann eine gute Idee, ihr die Kampfagentur zu zeigen. Eine hervorragende Idee, Marlon. Sky, komm, wir besuchen den... Nein. Nein. Ja, egal. Es gibt es durch. Das interessiert eh keinen mehr. Außerdem ist der Part auch viel zu lang. Hat eh nur irgendwas mit Online-Sachen zu tun und die interessieren jetzt eh nicht. Von daher, skip. Der gute Kukui hat hier nämlich neulich etwas liegen lassen. Seine Maske. Kukui wollte zum Elitiergarten zurück. Entschuldigung für die Umstände, aber könntest du die Maske? Ja, mach ich. Gut, Leute. Ein viel zu langer Part, aber was soll's. Lässt sich nicht ändern. Von daher war es das erste Mal mit Pokémon Ultramond für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch lassen, gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ihr mir freuen, wer beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet.
wenn wir dann zurück zum Mali-Tiergarten gehen. Bis dahin. Ciao, Leute.